Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier beim Solo-Fighter bei 7 Days to Die mit mir, eurem Sombüra. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Leute. Ich hoffe, ihr habt Bock. Guckt mal hier. Ich war ein bisschen Farm. Inklusive Bergbauset. Ich habe hier ein bisschen rausgehauen. Ja, wir haben jetzt hier wie heißen die Dinger denn? Pilze, den Pilzkeller haben wir offen. Hab hier ein bisschen reingehauen, hier war noch Eisen. Nitrat ist hier gewesen. Da seht ihr ja, was wir bekommen haben. Ich sortiere das Ganze mal. Wir sind bei 12.000 Eisen und etlichen 1.000 Stein. 3 Silberklumpen und 1.600 Nitrat. Ja, da ist so die Ausbeute gewesen von einer halben Nacht. Wo die euch nochmal gezeigt haben. Ich bin das Risiko eingegangen und habe gedacht, na komm, mach mal hier. Hat er keinen Bock gehabt, jetzt außerhalb zu das Ganze zu machen. Ja, jetzt sind wir erstmal gut dabei hier, ne? So, hier brennt aus. Ich verbuddel hier gerade 800 Klamotten. Wir haben hier noch... wir haben gar nichts mehr, aber wir haben genug Stein. Pass mal auf, wir werden mal Bruchsand anstellen. Machen wir mal 10.000 Bruchsand. Dann haben wir nämlich auch Stein weniger. Dann müssen wir mal gucken. Eieiei. Ich kriege das alles gar nicht mehr unter hier. Beziehungsweise, pass mal auf, ich mache das so. Ich packe die mal hier oben so hin. Den packen wir hier hin. Den schmeißen wir hier oben rein. Und dann haben wir hier noch ein bisschen für Steine. Ja, Stein ist halt so ein Produkt, ja. Chris an jeder Ecke und Kante jetzt, ne? So. 6.000. 2.500 werden wir auch nochmal reinpacken. Dann können wir da nochmal Stahl machen. Hier macht er Geschossspitze. Da müssen wir mal gucken. Wir haben keine Patronenhülsen mehr. Da baut er erstmal wieder welche. Ja gut, nicht schlimm. Packen wir sie oben drauf. Ja. Ich stelle her, hier seht ihr ja, 400 Schuss Panzerbrechende, dann hätten wir hier nochmal 3, dann hätten wir halt 700. 700 Panzerbrechende. Ja. Langsam aber sicher wird es hier, ne? So. Ja, ich bin happy. Langsam kommen wir voran. Wir haben die befallenen Quest und da habe ich Bock drauf. Da werden wir mal gucken, ob wir die hinbekommen. Es wird anstrengend, aber wir können es schaffen. Und dann sage ich auch schon mal Dankeschön an die Kommentare von dieser Folge, die wir gleich vorlesen werden. Nochmal Dankeschön an jeden, der mitmacht. Auch natürlich an jeden, der die Däumchen nach oben da lässt und die Videos teilt. Da nochmal vielen lieben Dank. Teilen ist auch ganz wichtig, Leute. Einfach bei Freunden ein bisschen Mundpropaganda. Einfach sagen, du, abends gucke ich immer geile Videos. Hast nicht da auch mal Bock drauf? Guck mal rein, der ist cool. Ach, da habe ich noch Pflastersteine drin. Pflastersteine, die ich hergestellt habe. Erst hat Girl, du bist das Girl, du. Gib dir gleich Girl. Dachte, er nennt er mich Girl, ey. Glaube ich spinne. Ah, ich habe Essen vergessen. Wir müssen nochmal zurück. Gemüse nochmal zurück. So, dann lesen wir aber mal den ersten Kommentar vor vom Oliver Stowe, der schreibt: Moin, Erster, ich meinte, du musst zu viel rennen in der Basis, deswegen mag ich die Base nicht. Echt, findest du das echt viel, die 3 Meter, die ich ab und an mal in den zweiten Turm rennen muss? Oder dass man mal nach oben rennt zum Granatenwerfen? Also ich finde das sogar... richtig gut, weil du hast ja mehrere Punkte. Du hast nicht nur den einen Punkt,
wo du dich, ja, wo du halt drin stehst und die Zombies halt in so einem engen Käfig nur stehst und einfach nur reinballerst wie ein Irren, sondern du bist halt ein bisschen mehr mobiler in der Basis, ne? Oh Mensch, ich komme hier nicht rein. Du kannst halt auf verschiedenen Positionen kämpfen. Das finde ich gerade das finde ich richtig cool, aber gut. Ne? Das ist dann nun mal halt so. Dann magst du die halt nicht. Aber ich hoffe, dass du das Format trotzdem magst. Da. Ja. Trinken mitgenommen. Dann haben wir alles. Also ich mag die Basis. Das ist mal was anderes. Als immer dieses, was die meisten bauen. Eine Treppe, Korridor und Käfigblock dahinter. Und bum, 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 bum. Keinen Meter bewegen, einfach nur 50.000 Muni reinballern in die Horde, fertig. Ja, das finde ich langweilig, also das mag ich nicht so. Das ist so, ja, das siehst du auf jedem Kanal irgendwie, das ist alles Einheitsbrei. Ja. Klar, bei uns kommen die auch über den Steg drüber gelaufen, aber dadurch, dass die Basis halt, also die Basis ist halt kunstvoll gestaltet. Sieht halt aus wie eine Burg. Und das finde ich schon, das hat schon auf alle Fälle optisch ein richtig geiles Erscheinungsbild. Ja, das war das soweit zu meiner Basis. Also ich finde es geil, Olli finde es nicht gut. Aber Olli guckt trotzdem gerne. Und das ist die Hauptsache. So, dann haben wir einen Bab, der hat geschrieben, zweiter und Kaffee trink. Ja, dann lasst es schmecken. Wünsche euch was, bin mit Hashtag Vorfreude dabei. Dino-Bab finde ich mega, danke für die Ehre. In Klammern arg muss ich zur Zeit leider passen, siehe unten. PS musste nicht vorlesen, war zu lang. Okay, dann lassen wir das. Aber dem Bab geht es halt gesundheitlich nicht so gut und hat Schlafprobleme. Ja. Da auf alle Fälle hoffe ich, dass da bald besser wird. Und du da halt ja, wieder nach vorne schauen kannst und wieder ein bisschen mehr... Bisschen mehr Schlaf bekommst, ne? Uha. Mal eben hier. Blutet mal ein bisschen. Ich wollte eigentlich nur an die Tür dran, ne? Ich weiß, ich bin hier noch nicht im Pyjahal. Ich wollte eigentlich nur an die verdammte Tür. Oh, hier sind da viele Türen. Da sind ja richtig viele Türen. Red Church. Müssen wir uns mal merken. So, überall wo ich sehe, haue ich mal die Türen ein. Ne? So. Gibt halt immer wieder, ne? Wissen wir ja. Oh, das ist aber ein schönes Haus hier. Mir war so, als hätte ich gerade einen Hund gehört. Sag mal, habe ich nicht einen Skillpunkt über? Jo, Tatsache, pass mal auf. Wir werden jetzt mal in den Altstoffertrag einen reinsetzen. Was ist das? Das sind 20% mehr Ressourcen. So, und jetzt testen wir mal, wenn ich das Auto abbaue. Wie viel wir da rausbekommen. Ob wir da mehr Messing-Dinger rausbekommen. 20% sollte ja schon ordentlich sein, ne? Nö. Nö, 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 nö.
Hat leider nicht einen Neon. Oh, warte mal hier. War klar, dass ich immer die Dinger bekomme, die ich schon habe, ne? Aber gut, wenn wir da ein bisschen mehr rausbekommen, ist auch nicht schlecht. So, ab durch die Innenstadt. Das ist nicht gut. Ach, die ja, genau. Das war ja die Fire Station. Da war ja was. Fire Station 7. Da bin ich mal gespannt, ob wir die so geklärt kriegen. Kann man ja sagen, ist schon fast ein Vierer-PY, ne? So, ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin war. So, aber ja, ich habe das jetzt einen Skillpunkt schon mal drin. Da ne, war immer wieder gesagt, wurde so ein Bührer-Skill das. Von daher hoffe ich mal, dass der Monk halbwegs befriedigt jetzt ist bei euch. Wie gesagt, ja, so ein Bührer endlich. Jetzt kann ich wieder gucken voller Inbrunst. Geil. Wow, really, ey. So, mach mal so, ne? Da müssen wir es halt so machen. Pass mal auf, wir hauen jetzt hier auch mal einen. Oh ne. Okay, 30.000 hauen wir nicht auf. Da wollte ich einen raushauen. Ich hab die. Ne, da steht doch immer noch. Da ist. Oh, noch ein Verstrahlter. Ah, geil, der hat mich schon wieder vergessen, das ist gut. Ah, jetzt sieht er mich. Okay. Gib mal deinen Pfeil wieder, danke. So kann man es auch machen, ne? Alles schön nach und nach rauslocken. Vorsichtig interagieren. Ganz vorsichtig nach und nach diese Quest machen. Huch, ist ja alles Holz. Hey, hier war doch gerade einer angezeigt. Der ist wahrscheinlich draußen, ne? Okay, wir ziehen wieder raus. Er sollte ja gleich rauskommen. So, hat er es endlich geschafft?
da denn? Er hat mich vergessen. Nee, der ist da noch gar nicht draußen. Tatsache, der hat das Ding noch gar nicht aufgehauen. Hm? Was ist denn da los? Ah, ist auch kein Louis, ne? Hallo? Kommen Sie, kommen Sie. So. Langsam, aber sicher. Sehr schön. So, diesmal nehmen wir die Spülen mit, ne? Nicht wieder vergessen. Und wenn wir jetzt halt 20% mehr bekommen, 20% ist halt schon mal, ist schon mal ein bisschen was, ne? Besser als nix. Oh, diese doofe Wendeltreppe da hoch. Aua. Ich hab jetzt Schaden hier. Okidoki. So, der dritte Kommentar im Bunde ist der Kölle. Der schreibt, schöne, entspannte Folge. Ich freue mich auf die Horde. Ja, ich hoffe, die Horde hat euch gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, was er da drauf geschrieben hat. Aber schön, dass du Spaß an dem Format hast. So, ich lasse ihn mal kommen. Da kommt der Kevin. Weg mit dir, du Unhold. Ach, das dauert immer so lange mit dem Nachladen, ne? Kevin macht gerade Rundprobleme. Kann ich den mal anschuten? So, jetzt kommen sie. Aber so machen wir halt am ressourcenschonendsten den POI, ne? Ich brauche halt so gut wie keine Muni. Außer die paar Stahlpfeile, ne? So. Und wir bekommen die Glories auch weg. Auch. Och nö, warum denn? Warte mal, da gehen wir mal von der anderen Seite. Wir machen den Kollegen mal eben weg. Kommen Sie, kommen Sie. So, sehr schön. Auf und davon. So, wir gehen wieder ins Delph rein.
Leder nehmen wir auch mit. Und den guten Flachbildschirm, so liebe Feuerwehrleute. Tut mir leid, dass ich euch beklaut habe. Warte mal, hier oben auf dem Dach war auch noch irgendwas. Weiß aber nicht, ob Zombies. Pfeil wieder her. Das, sowas liebe ich immer, wenn man den Pfeil halt immer wieder bekommt, ne? Das ist geil. Aua. Das liebe ich nicht. Das wiederum liebe ich. 112 Schuss hat die mir gelootet, also gedroppt. Sehr geil. Alter Falter. Da gesehen, ne? Jetzt erstmal die schwachen Zombies weg, nuken hier. Oh, der ist nicht schwach. Jetzt fällt er doch um. Das könnte ins Auge gehen, wenn ich das nicht mache hier. Okay, die nächste kommt. Okay, da kommen sie alle, oder? Ja. Mr. Wesen. Mr. und Mrs. Wesen. Das wäre es fast gewesen. Warte mal, ich lasse den mal bluten. Oh, okay. Ja, hier, wie gedacht. Guck mal, die hat den Mundwinkel voll schief hängen, ey. Schon einen drauf bekommen. Sehr gut, sehr gut. Immer diese Random-Zombies von draußen, ne? Können die mal wegbleiben? Haben wir hier oben jetzt noch was? Ja, hier läuft irgendwo noch was. Ach da. Ein Alpha Kevin. Alpha Kevin sind immer die viralen Leute. Warum treffe ich den denn nicht? Oder treffe ich den und ich sehe es nur noch? Doch, ich treffe den. Jetzt fällt er endlich. So. Dann haben wir das. Haben wir die da auch weg, glaube ich, ne? Da ist ein Bär.
Dann müssen wir gleich, glaube ich, noch. Was habe ich da bekommen? Bike Hände, ne? Aber leider nur in grün. Oder? Kommandohandschuhe. 20% Fernkampfschaden. Wäre vielleicht für die Horde nicht schlecht. So, dann haben wir das. Da werde ich so nicht rein. Pass mal auf, dann wir gehen mal hier nach unten wieder. Ich muss die von draußen erstmal wegkloppen. Die zerstören das ganze Feeling hier. Was ist da los? Haut ab. Haut ab. So, nächster Kommentar. Moni Umi schreibt, Nini. Da hat er doch drei Waschbecken stehen lassen. Das gute Messing, was? Wie, echt? Hab ich das? Von der Seite hauen sie auch wieder ran. Warte mal, nein, schnell rum. So. Also der harte Lootraum kommt ja noch, ne? Der harte Lootraum wird jetzt wahrscheinlich kommen. Da kommt schon eine ganz schnell angesprintet. So, da ist sie. Schwester Ingeborg. Von der Kinderstation diesmal. Oder was ist das für ein T-Shirt? Ja, von der Kinderstation. Geil. Die Ingeborg. Multifunktional einsetzbar hier. Hat wahrscheinlich dann auf der Kinderstation, als die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, hat sie wahrscheinlich die Kinder totgebissen. So. So. Da ist noch ein Alpha Kevin. Den kriegen wir gar nicht von hier. Oder? Wir werden mal den Feuerwagen weg wrenchen und dann sollten wir da dran kommen, ne? So, dann hat Flieger Jürgen einen Kommentar geschrieben. Support ist kein Mord, ein Däumchen ist ein Träumchen, liebes Bürchen. So sieht's aus. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, fast weg das Ding. Dann haben wir Otto Ariel, die schreibt, oh, heute etwas später dran, hab gestern nur die Hälfte geschafft, heute zum Frühstück, dann den Rest, eine entspannte Folge. Dankeschön. Aber entspannt auch mal gut oder nicht gut? Alpha Kevin. Warte mal, dann machen wir es so. Und das war's auch schon. Jawohl. Ja, die Mission als Ninjas machen ist echt gut, ne? Da schon wieder eine Wanderhorde. Oh Leute, lasst mich doch mal in Ruhe looten. Was ist denn dann los? Oh, die sind ruhig gerade. War schon wieder 10-fach überladen, ne? Bis Deck mal eben rein hier.
Ich bin jung und brauche den Loot. Loot tut gut. Ja, so können wir uns auch gesund schmutzen, ne? Ah, guck mal, das doofe XP-Ding. So, Level up. Jawohl. Da ist jetzt echt einer reingekommen. Was ist das, ein Andreas? Ja, ein Andreas. Hallo, Andreas. Sehr gut. Gut, man könnte jetzt rein theoretisch, könnte man das noch mitnehmen hier. Aber ich glaube, das sollten wir erstmal belassen, ne? Ui. Guck mal, da ist noch ein Lootsack. Den habe ich weggesnipert, glaube ich, ne? Oh, sehr geil. Und die sollte ich auch noch mitnehmen hier. Bitte? Na, komm. Warum denn? Nur für den Kick, für den Augenblick. MP5, Qualitätsstufe 6. Jawohl, Leute. Zur Horde haben wir MP6. Stufe 6. Oh, geile. Geil, 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 geil. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Das wird richtig fett. Dann haben wir da nämlich auch schon mal die Waffe auf 6. Dann haben wir den R 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. In den ersten 5 Reihen haben wir alles auf 6. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ab zurück. Mal gucken, was für eine super Gigantenbelohnung wir bekommen. Ich tippe mal auf 2 Öl. Also die Belohnungen sind wirklich vom Popo. Da kannst du echt mit nach Rom reiten. Die lohnen sich gar nicht. Aber ey, wie weit müssen wir eigentlich noch, bis wir die nächste haben? 55 von 60. Das heißt, Stufe 4 ist in greifbarer Nähe. Was ich im Nachhinein so gemerkt habe, dass ich halt sehr wenig gequestet habe, ne? Also das ging nicht schnell genug. Der Game Stage ist zu schnell hochgegangen zu dem, was wir gequestet haben. Wenn man so überlegt, bei den meisten Spielständen, da war man Stufe 3, Stufe 3 Quests hast du so am Tag 8, 9 gehabt oder so, Minimum schon. Und wir sind jetzt 68 und sind noch nicht mal bei 4. Weil die Zombies halt auch immer härter wurden und ich mir überlegen musste, was machst du, ne? Schaffst du das? Aber jetzt seht ihr ja, jetzt so langsam kriegen wir den Dreh raus. Ui, das ist ein Bär. Und wir bekommen das hin. Ohne Probleme. So, dann haben wir Tarikuta schreibt, spät aber doch. Jawohl, besser spät als nie, ne? Deshalb, Leute, lasst einen Kommentar da. Ihr werdet vorgelesen. Es sei denn, ihr wollt das natürlich nicht. Dann schreibt einfach rein, bitte nicht vorlesen. Dann lese ich auch nicht vor. Dann haben wir von The Duke einen Kommentar, der schreibt zu deiner Frage, ob ich ein neuer VIP bin. Ich bin seit einem Jahr und 26 Tagen Kanalmitglied. Ja, dann habe ich mich da völlig, da habe ich dann völlig versemmelt. Tut mir leid. Aber vielen lieben Dank für den jahrelangen Support. Danke, danke. Das ist schon mal geil. Anderthalb Jahre ist cool. So. 100er Muni. Hm.
Problem ist jetzt, ich krieg, warte mal. Haben wir irgendwo hier einen Loot-Container? Nö. Warte mal, den weg, den weg. Raus, raus. How many Z-Heads did you kill? Ich nehme den mal. I love a good war story. Muni kann ich zwar auch gebrauchen, aber Bücher sind wahrscheinlich besser erstmal. Dann verkaufen wir erstmal die Sachen, damit wir hier den Platz wieder haben, würde ich sagen. So, das, das, das. Den. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, die Bücher... Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Sturmgewehr 3. Ja, da sind wir noch ein bisschen weit weg, ne? Die Pampe wäre auch nicht schlecht, ey. Aber 7,5. Boah. 7,5, da weiß ich nicht, ob ich das machen will. So, warte mal, wir gucken mal, was für Aufgaben hat er noch? Er hat keine Dings mehr hier. Pull Strikes Bowling. We pay in Dukes and Ordnance. This generation, you seem like you could use. Well, this work we do makes the world a better place. Aber gib mein Speed denn. Wisest choice you ever made. Now come back in one piece so I can get my cut. So. Oh boy, ich hab irgendwas im Hals. Moment, mal trinken. Wir müssen jetzt erstmal nach Hause die Sachen wegbringen. Es ist auch schon wieder 17 Uhr. Es wird spät. Nee, das ist geil. Anderthalb, also über ein Jahr schon Kanalmitglied, ist schon eine lange Zeit. Am Anfang habe ich ja gar keine gehabt, aber jetzt seit ungefähr ein paar Monaten haben wir jetzt so 13 Kanalmitglieder. Und da auch nochmal vielen Dank an alle. Hilft dem Kanal beim Überleben halt, ne? Weil man hat ja auch seine Kosten, die du hast, um halt so qualitativ hochwertige Videos machen zu können. Der PC muss ja dementsprechend sein. Man muss immer auf dem Laufenden bleiben. Man hat halt laufende Kosten, die man halt dadurch decken muss. Also ich kann sagen, bei mir kostet das YouTube-Streaming jeden Monat so knapp 300 Euro. Die ich halt investieren muss, damit das alles so, ja. Also das sind meine laufenden Kosten, die ich halt decken muss, um auf plus minus null zu kommen. Und momentan bin ich ganz ehrlich, es ist sehr schwer, da überhaupt auf null zu kommen. Von daher vielen lieben Dank an jeden, der da vielleicht die ein oder andere Spende mit reinballert. Ja, man opfert halt auch viel Freizeit und man, ja, es macht auch Spaß, aber es wäre natürlich auch schön, wenn das Hobby sich, also wenn man nicht ständig draufzahlen muss, ne? Von daher Dankeschön. So, das war wahrscheinlich noch nicht leer, ne? Ja. Ich gar nicht leer gemacht. So, und am heutigen Tage, am Donnerstag, auf Tag der Deutschen Einheit, werde ich einen Spookstream machen. Das heißt, ich werde zwei Horrorspiele zocken. Einmal alleine, so bis kurz vorm Abend, also so 15 Uhr soll es losgehen. Aber dann wird wahrscheinlich der Stream schon zu Ende sein, wenn ihr das Video wahrscheinlich abends erst guckt. Und so ab 18 Uhr switche ich dann mit Ellie im Koop Horror. Und der Horror liegt nicht nur hinter der Facecam, sondern, ne, das wird richtig krass.
Na, sag ich euch jetzt schon. So, wir haben 5-mal Messingkörper. Alter, wie viele Dings ich jetzt hier schon hab? Motoren, ne? So, wir packen die mal eben rein, lassen das mal eben einbrennen. Outfits. Und die Schuhen. Müssen wir mal gucken. Warte mal, hier. Aber was ist denn hier los? Warum ist denn da nichts mehr aktiv? Das geht aber nicht. Muss doch aktiv bleiben hier. Werden wir nochmal 1000 ausbrennen. Wie sieht es hier aus? Ja, so langsam. Warte mal. Mach mal hier noch ein bisschen größer. So. Dann machen wir es so. Und so. Dann haben wir da hier auf alle Fälle noch ein bisschen Platz dafür, ne? Haben wir mal ein bisschen abgegradet. So, wir haben 9300 Jetons. Wir haben Muni beibekommen. Warte mal, Muni werden wir auch nochmal die Kisten, obwohl, ja, lohnt sich das jetzt noch? Ja, komm, die 10 Stahl. Müssen wir mal gucken, das dauert ja eh wahrscheinlich noch ein paar Folgen, bis wir richtig umziehen können. Die Basis ist ja da noch nicht fertig. So. Alter, ich weiß nicht mehr, wohin mit den, Ich lasse das mal so alles einbrennen. So, 100, pass mal auf 100, dann haben wir 100, den. Und dann stellen wir auch mal gleich wieder an, nochmal 3. Dann haben wir das auch schon mal. So. Ja. So langsam wächst es, ne? Bei einer Dame 3-2. Guck mal, dann können wir doch hier auch die Muni reinpacken. So. Den wieder zurück hier und dann gucken wir mal. Jo, sehr gut. So, dann haben wir die da sortiert. Sehr gut. So, Kommentare sind wir auch durch. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kommis. Da nochmal Dankeschön. An alle. Ich hoffe, diese Folge hat euch auch gefallen. Ah, guck mal hier sehe ich gerade. Da oben. Wie lange ballert der noch? 21 Minuten. Ja, brauche ich ja noch nichts Neues anstellen. Dann müssen wir mal gucken. Wir haben es wieder 20 Uhr durch. Das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich nichts groß passieren. Außer, dass ich jetzt noch am Vorbereiten bin. Wir haben Material eigentlich noch und nöcher, ne? Ich könnte jetzt eigentlich noch ein, zwei Schmieden hier hinsetzen, aber das Problem halt ist, die
Die müssen ja auch alle wieder ausgebrannt werden, ne? Würde aber natürlich schneller gehen, wie lange, wann kommt die Horde in, also jetzt, wenn die Mitternacht ist, ist Tag 69, dann haben wir noch circa 2 Stunden. Ja, aber das sollten wir dicke reichen. Und merkt ihr, Leute, wie viel Offscreen-Arbeit ich mittlerweile machen muss, wie schnell die Hordenfolgen dann kommen? Das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. So, warte mal, wir können schon mal anstellen hier. 171. So, der ist auch gleich voll. Und dann habe ich noch ein kleines Anliegen an euch, Leute. Ich bekomme jetzt, das habe ich auch im Community-Tab schon reingeschrieben. Ich möchte aber auch hier in den Folgen da nochmal drauf eingehen. Bekomme vermehrt die Anfrage, da so ein Bührer, guck doch mal in die Craft Until You Die Mod rein. Die ist neu, die ist cool. Dazu möchte ich sagen, dass ich diese Mod nicht spielen möchte. Ich möchte euch auch Abstand nehmen, mich da ständig zu fragen oder halt, dass da, ne, also ich mache da keinen Vorwurf, der es nicht weiß, aber ich möchte diese Mod nicht supporten, ich möchte diese Mod nicht unterstützen, also nicht spielen. Und hat halt alles Gründe, weil ich mit dem Mod-Team und dem Streamer dahinter seit Jahren ja, in Feindschaft lebe, die halt von deren Seiten aus angefangen hat. Über mich wurden halt diverse Unwahrheiten behauptet. Ich wurde immer als Geldgeil, Monetengeier, Mensch, der seine Community erpresst, ja, betitelt. Und Gipfel war halt gewesen, dass halt mein Kater, der wurde ja halt vor 3 Jahren schwer krank, musste in die Tierklinik und hat dann halt, warte mal, ich baue mal nebenbei, sonst habe ich nichts zu tun. Und musste halt in die Tierklinik rein, der wäre mir fast weggestorben. Und Tierklinik war dann halt so gewesen, dass pro Tag 400 Euro Kosten auf mich zugekommen sind. Die Zeit, die er dann da halt verbringen musste, war halt nicht absehbar. Und ich habe dann halt überlegt, wie komme ich an 400 Euro pro Tag, wie kann ich diese Dinger stemmen. So viele Rücklagen habe ich natürlich auch nicht gehabt. 2, 3 Tage hätte ich das durchhalten können. Dann wäre aber mein komplett Erspartes aufgebraucht gewesen. Und dann habe ich halt den Stream angemacht, habe gesagt, Leute, ich habe momentan nicht den Kopf, Content für euch zu machen. Und so wie es aussieht, werde ich wohl halt meine Hardware verkaufen müssen, weil das Leben meines Katers, also meiner Tiere, ist mir halt in dem Sinne wichtiger, als ja, Videos zu produzieren oder Stream zu machen. Und dann hat die Community von sich aus halt circa, also im Endeffekt, am Ende waren es dann 2000 Euro um den Dreh, die sie halt gespendet haben. Das hat dann diese Leute von der Mod halt wahrscheinlich so quer gesessen, dass meine Community mich so supportet hat. Und dann hieß es halt, dass ich meine Community nach Strich und Faden halt auspresse und halt auf die wochenlang auf die Tränendrüse drücke, damit ihr halt ordentlich wegspendet. So. Weil das Donation Goal habe ich angepasst. Ja, das Donation Goal habe ich angepasst, weil ich halt am Anfang gedacht habe, der Kater kommt vielleicht nach ein paar Tagen raus und dann, wenn ich dann halt Support bekomme, ne, was ja auch immer freiwillig ist, es wurde ja keiner zu irgendwas genötigt oder gezwungen, dann ist es halt auch, ja, ist es halt auch gut. Da der Kater aber über, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, ich müsste mal genau in die Rechnung reingucken, der Kater war aber etliche Tage drin, es wurden so teure, kostspielige Untersuchungen gemacht, weil man halt nicht wusste, wo kommt sein, kommt das her. Also der hat keine Luft mehr bekommen, der musste halt ständig am Tropf dran, es wurden 1000 Sachen ins Labor geschickt, es wurde die Untersuchung gemacht, es wurde ein CT gemacht. Es war so viel, dass die Kostenspirale nach mich halt nach unten gerissen hätte. Und dann habe ich natürlich das Donation Goal ein bisschen höher gesetzt. So, das wurde mir dann halt negativ ausgelegt. Und wenn ich eins nicht abkann, dass mir halt Profitgier vorgeworfen wird,
wenn es um ein Tierleben geht. Jetzt wollte ich schon Menschenleben sagen, aber mein Tier ist mir wie ein Mensch. Ist mir genauso wichtig wie ein Mensch. Und dass ich mich da halt dran bereichere, an den Fasttod meines Katers, das hat halt den, ja, das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich habe dann halt, ja, halt die Person überall gebannt, worauf dann halt auch diverse Lügen erzählt wurden, von wegen, dass ich ja nur banne, weil ich Twitch-Partner wegbanne, weil ich Angst habe, dass die Leute rüber wechseln und bla bla bla. Also es war ein Kindergarten von der anderen Fraktion gewesen, aber mich hat das Ganze halt über, das lief halt über Jahre hinweg und mich hat das Ganze halt damals psychisch mega mitgenommen, musste halt auch in Behandlung rein und ich leide da immer noch drunter und wenn gerade so nach dieser Mod nachgefragt wird oder ich diese Person dann wieder vor Augen habe, dann ja, bin ich wieder sauer aufgrund dieser Aussagen mit dem Tier und ich möchte das halt einfach nicht, dass die alten Wunden wieder aufgerissen werden. Ich werde diese Mod nicht spielen, ich werde diese Leute in keinster Weise supporten, weil die für mich das allerletzte menschlich gesehen waren, so wie sie sich mir gegenüber verhalten haben. Ed muss jeder halt selber wissen, ob er da Support da lässt, ob er die solche Leute unterstützen möchte, so eine Mod unterstützen möchte. Ich werde da ja, es auf alle Fälle nicht machen. Und ich bitte euch, bitte fragt nicht wieder, ne, spielst du die Mod? Das kann nicht jeder wissen, es wurde sich auch schon entschuldigt. Ich mache da keinen Vorwurf. Ne, das sind halt Dinge, die sind halt, da ist halt so viel hinter den Kulissen, hat halt stattgefunden, was, wo ich halt immer mein Maul gehalten habe. Ich habe immer alles über mich ergehen lassen, was gelogen wurde und welche, ja, wie sich über mich lustig gemacht wurde. Öffentlich vor Hunderten von Leuten in Streams. Hab immer gut geschluckt und jetzt sage ich aber einfach nein, ich mache das nicht mehr und ich will da mit den Leuten nichts zu tun haben. Ja, wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil bei mir sitzt gerade der Frust richtig tief, weil das halt, wie gesagt, es werden wieder alte Wunden aufgerissen und ich habe keinen Bock auf schlechte Laune. Ich habe die Leute aus meinem Leben verbannt und möchte mit diesen Leuten auch nichts mehr zu tun haben, in keinster Weise. Und ich möchte von diesen Leuten auch in keinster Weise irgendwie da irgendwas hören. Die können von mir aus tot überm Zaun hängen. Ich würde nicht trauern, bin ich ganz ehrlich. Bin ich vielleicht Arschloch, aber ich würde dann nicht drum trauern. Ne, klar, wenn die irgendwo im Graben verunglückt würden liegen, würde ich natürlich helfen. Das ist ja Pflicht. Aber die Menschen sind mir mega gleichgültig. Mega gleichgültig und ich habe auf die keinen Bock. So, das wollte ich dazu gesagt haben. Mag sein, dass die Mod gut ist. Aber ich werde die Mod nicht spielen. Wie gesagt, ich habe das auch im Community-Tab reingeschrieben. Und nochmal, um vorwegzukommen, nochmal wegen dem Kater. Ich habe am Ende eine Rechnung von der Tierklinik bekommen in Höhe von über 5.000 Euro. Das heißt, ich habe 5.000 Euro für den Kater investiert. Ich hatte eine Krankenversicherung. Die Krankenversicherung hat aber halt nur den einfachen Satz gedeckt. Und die Tierarztpraxis hat aber halt bis zum vierfachen Satz abgegolten. Das heißt, ja, ein Viertel haben die bezahlt, den Rest durfte ich bezahlen. Das heißt, die Community hat von 5.000 Euro, das war ja nur die Tierarztrechnung, da kam ja Voruntersuchung und Nachuntersuchung noch. Also man kann sagen, im Endeffekt lag ich bei 5, 5,5, 5, 7 um den Dreh. Die Rechnung war auch damals in meinem Discord alles öffentlich aufgelistet, damit keiner sieht, dass ich da irgend oder keiner denkt, ich erzähle nur, sondern das war wirklich, ich habe das wirklich öffentlich gemacht, um halt wirklich absolute Transparenz zu zeigen, ne? Habe ich das halt so gemacht. Und ja, die Community hat dann 2.000 Euro circa gespendet. Ich glaube, das waren knapp 2.000, ich weiß es nicht mehr genau, nagelt mich nicht drauf fest. Und über 3.000 Euro musste ich dann halt selber zahlen. Die Versicherung hat dann nochmal 1,5, glaube ich, bezahlt. Endeffekt. Und mir dann halt vorzuwerfen, dass ich mich halt bereichere daran. Also, ja. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Also, das war ein Unding. Mich hat das mega getroffen und macht mich auch jetzt noch mega sauer.
Und ja, gestern bin ich mit richtig Bauchweh ins Bett gegangen und war halt mega fettig. Von daher lassen wir einfach das Thema beiseite. Es gibt so viele geile Mods, die wir noch zocken können. Die Apo Now ist bald in den Startlöchern. Ich habe schon mit Killer Bunny geschrieben. Der wird mir ganz zeitnah ja, Bescheid sagen, wenn da eine Version geplant ist, die man dann halt zocken kann. Und ich dann halt, ich bin ja auch im Tester-Team da. Vielleicht darf ich das dann auch testen, dass wir da streamen. Vielleicht machen wir dann Multistreams mit der Apo Now oder halt auch ein reines Let's Play auf YouTube. Ne, wir haben noch die Darkness Falls, die wir nochmal zocken könnten. Ansonsten weiß ich nicht, alle sagen mal Afterlife oder so, da weiß ich nicht, ob die was taucht. Ich warte halt auch immer noch auf War of the Walkers. Die Rebirth steht in den Startlöchern irgendwann. Vielleicht kommt nochmal die Undead Legacy raus. Also es gibt so viele geile Mods. Da muss man nicht auf die eine Mod zurückgreifen. Ne, ich weiß, Minjas unterstützt die momentan. Und spielt diese Mod halt und gibt der Mod halt ein breites Publikum. Und deshalb sind wahrscheinlich die Leute auch zu mir gekommen. Um zu gucken, ob das nicht für mich auch was wäre. Ist immer alles lieb gemeint, aber nein, bitte Leute, lasst das. Ne? So viel zu dem Thema. Wir sind auch schon wieder bei fast einer Stunde. Ich habe eigentlich gedacht, die Folge geht diesmal kürzer. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs dabei gewesen sein. Däumchen ist ein Träumchen. Support, kein Mord. Gerne ein Abo, wenn ihr neu seid. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.